Gut, bevor wir also Richtung Goldhain aufbrechen, wollen wir uns heute mal der Nebenquest annehmen, die ich am letzten Mal entdeckt habe. Nachdem wir den König quasi gerettet haben, sind hier ein paar neue Nebenquests aufgepoppt und die werden wir uns jetzt einfach mal schnappen. Wer weiß, was es hier gibt. Vielleicht was ganz Nettes, vielleicht können wir unser Stempelheft endlich mal voll machen. So, wen haben wir denn hier? Mein Junge, deinem Aussehen nach zu urteilen, würde ich darauf wetten, dass du ein Reisender bist, richtig? Welch lobenswerte Beschäftigung, muss ich sagen. Sind Sie auch ein Reisender? Sehr scharf beobachtet, das bin ich in der Tat. Ich habe eine beträchtliche Summe von meiner unverheirateten Tante geerbt und beschlossen, die Welt zu bereisen. Verflixt noch eins, manche Leute haben wirklich ein Glück, was? Hast du meine goldene für verarmten Feenadel, gnädiger Herr? Hahaha, ulkig, mein Junge, sehr ulkig. Ich ziehe aber nicht einfach nur müßig durch die Lande und verschenke Almosen an die Armen, weißt du? Ich schreibe nämlich an meinen Memoiren, eine Art Reisetagebuch, versteht ihr? Ihr solltet es wirklich lesen. Ist erstklassiges Material. Hier ist es. Oh, nein! Es muss hier verflucht. Es ist nicht hier, es ist einfach verschwunden. Sie haben Ihr Reisetagebuch verloren? Ja, ich fürchte, das habe ich. Ich muss es irgendwo liegen gelassen haben. Ich, alter Narr! Oh, das ist wirklich unverzeihlich. Mein literarisches Vermächtnis einfach weg. Alles verloren. Das ist ein herber Schlag für den Ärmsten. Meinst du, wir sollten unsere Hilfe anbieten? Ich würde sagen, genau das tun wir. So, Nere steht im Tagebuch. Wir versuchen, das Buch zu finden. Keine Sorge, mein Herr, wir werden es wiederfinden. Wirklich? Oh, das ist sehr nobel, muss ich sagen. So ist es. Also, wo hast du das Ding zuletzt gesehen, ne? Lasst mich überlegen. Es könnte am Fluss nordwestlich von hier gewesen sein, wo ich mich niedergesetzt hätte, um eine kurze Skizze zu machen. Das Plätschern des Wassers war wie Poesie. Und so setzte ich mich auf eine kleine Insel im Fluss und begann mit dem Schreiben. Sie denken also, dass Sie es dort haben liegen lassen? Es ist durchaus möglich. Ein lauschiges Plätzchen, kleine Insel, ein paar Bäume, wunderhübsch. Verstanden, wir werden es für Sie finden. Du bist so gütig, mein lieber Junge, zu gütig. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Ich dachte mir, warum nicht einfach mal die Stimme verstellen? Ab und an auch einfach mal was Neues. Hier hat es gerade so gut gepasst bei so einem edlen Snob. So, wen haben wir hier? Oh, ich bin ganz wirr im Kopf. Alles ist so mühselig. Ist alles in Ordnung? Seit ich heute Morgen aufgestanden bin, konnte ich mich einfach zu nichts aufraffen. Alles scheint so sinnlos. Einfach alles. Na komm schon, Mann. Es gibt so viel zu tun. Gesicht waschen, Zähne putzen und frühstücken zum Beispiel. Aber all diese Dinge sind so anstrengend. Kann ich sie einfach auf später verschieben? Aber wenn Sie alles aufschieben, wann wollen Sie dann den Tag beginnen? Genau, und wenn du nichts auf die Reihe kriegst, häufen sich immer mehr Sachen, dann hockst du schnell gewaltig in der Patsche. Wirklich? Aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Oh Junge, das ist kein gewöhnlicher Faulpelz. Der Kerl hat ein gebrochenes Herz, weil ihm jemand seinen ganzen Enthusiasmus geklaut hat. So, auch die Quest nehmen wir an. Aber wenn wir ihn seinem Tatendrang zurückgeben, schiebt er nicht mehr alles auf, sondern macht sich frisch ans Werk. Ja, ich glaube, für Tröpfchen funktioniert diese Stimme nicht. Tröpfchen müsste ja mehr so, ist ja im Grunde genommen hat eine irische Synchronstimme. Es müsste dann sowas wie, hi fella. Welcome. Kann ich nicht. Ich kann nicht irisch sprechen, aber wäre großartig, mit irischem Akzent hier zu sprechen. Ja, ich glaube, mit der verstellten Stimme das lassen war. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare posten, wenn euch so ab und an das gefällt, wenn ich ab und an so ein bisschen Abwechslung reinkriege. So, und jetzt sehen wir hier schon direkt, wir haben jetzt zwei Leute, die uns scheinbar ihr Herz schenken. Dann sprechen wir auch direkt mal mit denen. Ah, ein neuer herrlicher Tag beginnt und bald ist es Zeit, an die Arbeit zu gehen. Oh, Sie sind aber wirklich voller Tatendrang. Was ist denn vom. Was sind Sie denn vom Beruf? Ich? Oh, ich bin nur ein einfacher Holzfäller. Ist das nicht ein gefährlicher Job mit den ganzen Monstern draußen vor der Stadt? Ein bisschen riskant ist es schon, aber wir haben nicht genug Holz hier in der Katzbuckel. Wenn ich nicht losziehe und mir alle Mühe gebe, leidet unsere geliebte Stadt darunter. Was ist ein klein bisschen Gefahr denn im Vergleich damit? Das ist doch meine Einstellung. Ein wahrer Held. Na, Olli? Oh ja, er hat Enthusiasmus über, nicht? Ho, 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 ihr schmeichelt mir. Oh, das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber würden Sie uns etwas davon leihen? Natürlich, jederzeit. Dankeschön.
So, also Herz empfangen, her damit. Da kriegen wir auch schon direkt das Zeug, was wir dem Kerl an der Brücke geben können. So, die Quintessenz des Tatendrangs, Enthusiasmus. Sehr schön. So, und hier wollen wir jetzt... Hohoho, das kitzelt. Jetzt aber an die Arbeit. Genau, an die Arbeit mit dir. Und jetzt hier unser Katzerech hier. Hey, wusstest du, dass das große Katzenkampfturnier bald stattfindet? Ich kann es kaum erwarten, allen eine Abreibung zu verpassen. Was ist denn ein Katzenkampf? Wie? Sag mir, du hast noch nie vom Katzenkampf gehört. Also... Hast du davon gehört, Tröpfchen? Na klar, Mann. Katzenkampf ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung in ganz Katzbuckel. Stimmt. Und bald findet ein großes Turnier statt. Das ist die Gelegenheit für mich, endlich mit mir aufzutrumpfen. Letztes Mal habe ich keine einzige Runde gewonnen, aber ich kann es kaum erwarten, wieder anzutreten. Miau für ein neues. Ungeduldig, was? Das ist Schnieke. Das wird der Wettkampf meines Lebens. Ich muss miau kurz oder lang mit dem Training anfangen. Tröpfchen, denkst du auch? Aber hallo Olli, voll bis oben mit Enthusiasmus, der Junge. Sagen Sie, würde es Sie vielleicht etwas ausmachen, wenn ich etwas von Ihrem Enthusiasmus borge? Borgen? Geht das überhaupt? Hört sich miauchig komisch an. Miau, was soll's, ich bin neugierig. Schnurr zu. Vielen Dank, okay, halt Sie kurz stille. Warte mal, Olli, davon hast du schon was in deiner Piole, oder? Du kannst nicht alles selber horten. Das gibt's jetzt am besten jemanden, der dringender braucht. Sei ein braver Junge. Gut, gut zu wissen, aber wir sehen übrigens auch schön, wie unser Amulett hier leuchtet. Jetzt frage ich mich nur gerade, der Kerl hat ja von der Insel erzählt. Das mag jetzt vielleicht weit hergeholt sein. Der meinte aber nicht hier hinten das Ding, sondern wahrscheinlich eher was in der Außenwelt. Ich will aber trotzdem mal kurz gucken, nicht, dass hier irgendwie das dieses Reisetagebuch hier liegt irgendwo. Gucken wir mal eben kurz, weil das ist ja auch eine Insel, streng genommen. Mit zwei Bergen und Bäumen. Ne, ich sehe hier aber auch nichts im Wasser. Ne, dann habe ich mich scheinbar geirrt. Dann komm raus hier und zurückgehen. Dann geben wir dem einen den Enthusiasmus und können dann quasi weitermachen und uns den von der Katze ganz wackerflugs holen. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus, denn wir haben ja, und das dürfen wir nicht vergessen, immer noch den Höllenhund zu besiegen. Ich habe da noch eine Rechnung offen, wisst ihr. Dieser Höllenhund und ich, das ist eine Geschichte, die geht weit zurück. Eine Geschichte voller Missverständnisse. So, wo war er? Hier vorne um die Ecke. Ja, und irgendwie ist es ganz cool. Gerade wir, ich dachte jetzt eigentlich, wir könnten ein bisschen horten, wenn hier mehr Enthusiasmus, warum nicht ein bisschen in die Fiole stecken, wenn wir es können. Aber ja, so einfach war es dann wohl doch nicht. So, ich gucke jetzt mal, ob es hier direkt funktioniert. Funktioniert natürlich nicht, also erst ja mit der Person sprechen. Du hast doch sicher, Zeit zum Herzschenken anwenden, würde ich sagen. Ja, das ist echt sehr merkwürdig. So funktioniert es nicht und erst immer, wenn ich anklicke. So, dann schenken wir ihm das hier mal. Und schon sollte er geheilt sein. Na, guter Mann. Oh, ich fühle mich plötzlich hellwach und voller Tatendrang. Prima, sie waren nämlich gar nicht faul. Sie hatten nur ein gebrochenes Herz, was? Hatte ich das? Aber es ist ja schrecklich, ich habe noch nicht mal gefrühstückt. Deswegen knurrt mein Magen so. Und ich muss mich mal um die Felder kümmern. Was habe ich nur die ganze Zeit gemacht? Nicht viel, Mann, nicht viel. Scheint so. Nun, jetzt bin ich endlich wach und ich denke, ich muss mich bei dir bedanken. Hier, es ist nicht viel, aber bitte nimm dieses Zeichen meines Danks. So, 3 Weißbrote und 30 Gulden und 2 Stempel. Das ist, glaube ich, einer weniger. Oh, nee, wir sind wirklich im Ziel angekommen. Du hältst 2 Verdienststempel. Wir sind auf Nummer 2 schon. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, aber... ich will mal kurz hier in den Laden hier rein. Aber ich glaube, wir können die Stempel abgeben, weil wir haben die erste Karte geschafft. Ich weiß zwar nicht, was wir ein Geschenk bekommen, aber wir schauen einfach mal. So, gucken wir jetzt erstmal, was der Waffenhorst zu bieten hat, denn wir haben ja mittlerweile so viel Kohle und wenn wir als nächstes wirklich aufbrechen sollten, dann will ich besser ausgerüstet sein. Das heißt, wir schauen hier mal, was angeboten wird. Oh, das ist aber ein gehöriges Update, dieses Schneckenhorn für Ape. Komm, das kaufen wir mal. So, haben wir gekauft. Ausrüsten, ja. Direkt ausrüsten. So, jetzt gucken wir mal wegen Rüstung. Ja, kann hier gerade keiner tragen. Doch, er könnte hier... Ja, das Schild haben wir ja eh schon. Ein Ring. Nein, +1. Ist jetzt auch nicht wirklich so wirklich viel, um ehrlich zu sein. Nee, lassen wir mal.
Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter und ich will auf dem Weg, bevor wir die Stadt verlassen, dann auch wirklich nochmal schauen, dass wir die anderen Läden besuchen. Unten konnten wir schlafen. Gegenüber gab es Klamotten. Gibt es denn hier nirgendwo, das, was mich gerade wundert, irgendwie Tränke zu kaufen oder sowas? Also das ist echt ein bisschen, ja fast ein bisschen merkwürdig. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, also ich finde ja die ganze Zeit Weißbrot und sowas, aber ich hätte echt mal gerne irgendwie so ein paar Mana-Tränke. Ich gehe mal, erstmal gehen wir hier oben hin, weil hier gehen wir jetzt die Karte ab. Zumindest versuchen wir es mal. Mit ganz viel Glück kriegen wir dann unseren ersten Preis schon. So. Prämien einfordern, Belohnung abholen. Mal gucken. Ne, Prämien gibt's nicht. Belohnung einfordern, ja genau. Die erste Stempelkarte haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir können uns Stiefel kaufen. Erlaubt es dir mit Kreis während des Laufens zu springen. Nicht sehr nützlich, aber es macht Spaß. Okay. Ermöglicht ein wenig schneller über die Hügel und Ebenen zu laufen. Okay. Sammeltrieb, gestalte deine Sammelaktion hin und wieder etwas erfolgreicher. Pirscher, macht es dir einfach nicht von hin. Ah, genau. Das ist nämlich genau das, was ich schon mal angesprochen habe. Ob es nämlich nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie sich zu leveln, dass man Gegner leichter hinten von hinten angreifen kann. So, aber die kann ich eh noch nicht, weil hier brauche ich zwei Karten für. Dann würde ich sagen, springen oder ein bisschen schneller laufen. Ich würde sagen, schneller laufen macht mehr Sinn. Das heißt, wir kaufen den hier. Eine Stempelkarte gegen die Läuferbelohnung eintauschen. Ja. So, haben wir uns verdient. Und ich denke, jetzt ist es automatisch ausgerüstet. Oder Prämien einfordern. Ja, gehe ich mal jetzt von aus. Das werden wir ja spätestens dann sehen, wenn wir rausgehen, ob wir ein bisschen schneller unterwegs sind und ob wir endlich einem Fratschspatz ausweichen können. So, jetzt als nächstes rennen wir nochmal eben kurz nach oben, denn ich will da auf jeden Fall jetzt nochmal Enthusiasmus holen und dann geht's aus der Stadt raus. Also heute echt ein bisschen hin und her gerenne, aber naja, es gibt auch eigentlich Schlimmeres. So, Herz empfangen. Und erstaunlich, wie viele Zaubersprüche wir in der kurzen Zeit jetzt eigentlich schon verdient haben. So, wir haben neuen Enthusiasmus erhalten. Sehr schön. Wenn wir ihn mal brauchen, ist er da. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, und jetzt wieder raus und in die Steppe, beziehungsweise in die Ebenen. Würde mich natürlich mal ganz kurz interessieren, ob ich hier die Stempelkarte aufrufen kann. Tagebuch, gucken wir mal ganz kurz. Wo haben wir die Karte denn gehabt? Oh Gott, war die hier im magischen Begleiter drin? Kompendien, Gelöbnis, die Kapitel. Nee, scheinbar nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Ich hätte gerne mal gesehen, wie viele Stempel mir zum aktuellen Zeitpunkt, also ob jetzt, ich war ja gerade auf Karte 2, ob ich jetzt irgendwie auf Karte 1 zurückgestuft wurde, weil ich einen Preis eingelöst habe oder wie das aussieht. Ja, jetzt ist es einfach so, wir müssen abwarten, bis wir die nächsten Stempel kriegen. Spätestens dann sehen wir, was Ambach ist. Und ja, die nächsten Stempel sind ja nicht mehr weit entfernt, denn wir werden ja jetzt hier den Höllenhund eben platt machen. Und dann haben wir auch so ziemlich alle Nebenquests hier in der Region abgeschlossen. Da können wir wirklich ohne große Reue in die nächste Region. Und ich muss zugeben, manchmal finde ich es, also das ist jetzt so eine Sache, die mir nach dem ersten Spiel schon auffällt. Teilweise ist es ein bisschen schade, dass fast so wenig zu tun ist in den Städten. Also wir haben zwar Nebenaufgaben, aber das Ganze ist jetzt nicht so voller Leben, würde ich sagen. So, also bisher, hä? Es geht los, Olli. Jetzt kann unser Abenteuer endlich beginnen. Du hast sogar einen richtigen Zauberstab und alles. Ich wette, du bist schon ganz aufgeregt, oder? Das bin ich. Ja, wir sollen ja eigentlich zum Goldhain. Da will ich aber nicht hin. Haben wir ja schon gerade besprochen. So, wie komme ich jetzt am besten ohne große Kämpfe da unten hin? Denn die bringen mir hier eh nicht mehr großartig. Für einem Fratschspatz zu entrinnen klappt immer auch nicht. Na gut, was soll's? Oh, Fratschspatz und ein Mähdrescher. Oh, die richten aber... Oh, vielleicht hätte ich nochmal eben an den Speicherstein gehen sollen. Das wäre vielleicht nicht dumm gewesen. Oh, ein One-Shot hier.
Ja, ist ja gar kein Problem. Komm hier in die Mana-Kugel aufsammeln. Ja, das muss ich natürlich jetzt noch ändern. Ich muss noch auf jeden Fall irgendwie... Ach, das ist natürlich jetzt echt doof. Ich hätte schlafen gehen sollen. Ja, renne ich jetzt nochmal eben zurück. Ja, komm. So bringt mir das nichts. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen Rationen hier irgendwie über direkt futtern, sondern wir gehen mal eben in die Stadt und legen uns dann nochmal ganz wackerflugs schlafen. Ich meine, ich könnte auch zum Wald hochlaufen, aber es ist deutlich aufwendiger, um ehrlich zu sein. So, also nach Katzbucke. Und ich meine, das Inn war ja direkt hier vorne. Ja, genau, hier ist es. Ja, und ich hoffe, irgendwann kann ich mal hier die Gullis nutzen. Dann kann ich nämlich wirklich schnell reisen. Dafür werden die da sein. Also, denke ich jetzt einfach mal. So, gute Katzenfrau. Geben Sie uns doch mal ein Zimmer. Wir wollen übernachten. Ja, 10 Gulden, mein Gott. Wir können uns ja momentan quasi mit Kohle um uns werfen. That money, money, yeah, yeah. So, wir speichern den Fortschritt auch mal eben. Denn falls ich jetzt beim Kampf gegen den Höllenhund sterben sollte, dann kann ich zumindest einen Spielstand laden und muss nicht wieder 10% meiner ganzen Kohle abgeben. Denn ich glaube, auf Dauer in den Kämpfen könnte das doch ein bisschen heftiger werden. Ja, wir hatten eine schnurrige Nacht, junge Dame. So, jetzt geht's aber los. Ab ins Abenteuer. Und mal gucken, wie gesagt, ohne große Kämpfe hinkommen. Wobei, wir haben es ja gerade gesehen, das waren alles jetzt Kämpfe, wo ich nach dem ersten Schlag quasi die Gegner schon platt hatte. Also, da gibt es nicht so viel zu verlieren. So. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob ich jetzt großartig schneller bin. Wobei, wir sehen eine Staubwolke hinter uns manchmal. Zufall vielleicht. So. Wisst ihr was, wir laufen jetzt einfach mal hier... Oh, wobei... Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das so... 100% der perfekte Weg war. So, ist er das? Ne, ist er noch nicht. Ein kleiner Kneffer und ein Rhinosaurus. Ja, komm hier. Ab in den Kampf mit dir. Aber auch hier, das ist alles, ich sag ja, ein Schuss, ein Treffer sozusagen. Schön gemacht, Krümel. Klopft dir auf die Schulter. Oh, es gibt aber, ich habe so das Gefühl, es gibt mehr Erfahrungspunkte als anfangs noch. So, wo haben wir denn jetzt den... Achso, ist er... Hä? Ach, der ist natürlich... Ich bin genau den falschen Weg gelaufen. Jetzt muss ich nämlich doch durch alle hier durch. Na gut, was soll's. Ich meine, ich kann eigentlich auch mit... Komm, wir machen es einfacher. Ab mit Nino in den Kampf und... wenn Nino treffen würde... Oh, ist ja nicht Nino. Ich meine, Olli heißt er natürlich. Man ist es so gewohnt, dass das Spiel Nino Kuni heißt. Oh, wir sehen übrigens echt den neuen Zauberstab in der Hand. Das ist ja cool. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Eine Weidenwurzel haben wir bekommen. Ja, falls wir nochmal eine für eine Nebenquest brauchen. Das hier ist er. Der greift uns nämlich nicht an. Das heißt, wir können den Höllenhund angreifen. Und jetzt, ja, jetzt wird spannend. Let's go. Das Rückspiel quasi. Ja, ich würde sagen, rein da. Und was jetzt auch wichtig ist, erstmal auf die Kleinen gehen. Der hier ist näher, glaube ich. Ja, ich muss im richtigen Moment mir angewöhnen zu verteidigen. Aber der Vorteil ist, ich halte diesmal deutlich mehr aus. So, da haben wir einen. So, wisst ihr was? Jetzt können wir auch mal eben hier, komm, Schnitter einsetzen. Ja, das war es noch nicht ganz. So, auf den anderen kleinen Kleffer. Vielleicht habe ich ja Glück und der wird dann schwächer ein bisschen. Wobei, ich glaube, es war beim letzten Mal auch nicht so. So, weg ist er. Da war es nur noch einer. So, den kriegen wir doch locker platt. Oh, ich muss hier wechseln. Dann mal hier schnell unseren Ape reinholen. Der kann mal eben meine Kraft sammeln. Und ab geht's. Ja, Ape. Oh, Ape hat aber richtig schön ausgeteilt hier. Und unsere Rechnung mit dem Höllenhund ist besiegelt. So, was gibt's an Erfahrung? Na, 30 ist in Ordnung. Es geht ja primär um die Stempel, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Monsterjagd abgeschlossen. Melde dich beim Auftragsexpress, um deine Belohnung zu erhalten. Sehr schön. Dann laufen wir doch mal zurück. Und ja, ich habe so ein Gefühl, wir werden noch ein paar Kämpfe verwickelt auf dem Rückweg. Aber nun gut, ja, der ist schnell, aber er läuft außen rum. Das ist schon mal sehr gut.
Die laufen alle irgendwie anders. Na gut, ich glaube, ich komme sogar ohne Probleme hier hin. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo ist denn unser Zielort? Ach, da unten runter später, okay. Gut, da geht's dann definitiv beim nächsten Mal hin. Denn, wie gesagt, wir werden unsere große Reise zum Goldhain dann vermutlich im nächsten Video starten. Wir werden uns jetzt hier noch um die letzten Aufgaben kümmern, dass wir wirklich die Stadt komplett fertig haben. Ich lasse ungern irgendwie Zeug offen und... Oh, was haben wir denn hier? Ach so, das das Reisetagebuch. Wo gab es das denn? Er hat gesagt, irgendwo beim Fluss. Das ist natürlich eine gute Frage. Oh, ist mir auch nicht aufgefallen, dass es hier ein Vogel oder ein Adler oder sowas sein soll, der auf dem Dach sitzt. Oder ein Spatz, wer weiß. Sie werden wahrscheinlich gleich am Namen von dem Kerl sehen. Wie heißt der? Buchwalter. Na gut, einfach ein Buchfink oder sowas vermutlich. So, dann gehen wir jetzt mal unsere Prämie, holen wir uns ab. Der Gemüsedieb, wir kriegen ein scharfes Schwert und 50 Gold und 2 Stempel. Ja, perfekt. Die Monsterjagd ist abgeschlossen. Ach, und hier können wir unsere Stempelkarte übrigens sehen. Unten auch. So, ja, wir bleiben auf Karte 2. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, auch wenn wir Preise einlösen, denke ich mal, dass die ja dann Bestand haben. Gut, haben wir alles. Können wir mal eben an der Anschlagtafel natürlich nochmal gucken, ob hier irgendwas noch ist an Nebenaufgaben. Oh ja, sind wirklich neue Nebenaufgaben reingekommen. Achso, das ist das, was wir schon haben, die mit der Notiz. Und ein Waldbewohner lebt im Osten des Hügellandes und scheint ein paar Probleme zu haben. Oh, es gibt sogar 4 Stempel. Ja, wisst ihr was? Ich meine, wir könnten uns vermutlich jetzt ewig hier mit Nebenaufgaben beschäftigen, aber ich finde, eine komplette Ausgabe zu Nebenaufgaben reicht eigentlich. Das heißt, beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg zu Goldhain. Das heißt ja nicht, dass wir fertig sind. Wir werden mit Sicherheit hierhin zurückkommen. Und ich habe ja gesagt, Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin, wird definitiv komplett durchgespielt. Und das heißt auch Nebenaufgaben in dem Fall. Und ja, das werden wir dann zu gegebener Zeit machen. Jetzt machen wir hier einen Cut. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich vorm Tor schon stehen und von da aus geht die Reise zum Goldhain dann los. Bis